Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder aus meinem Mobile Office die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Sie kommt heute von, ich habe es noch nicht mal angeguckt. Hallo Martin, hallo Makoto. Eine Frage bezieht sich auf die Entwicklung von Showa, von den frisch geschlüpften Babykoi. Sind für die Showa-Selektion die schwarzen Koi, Kuroko, die gesuchten. Auf der anderen Seite wird oft bei Tosa oder Sansei davon gesprochen, dass die Showa noch ihr Schwarz schieben werden bzw. müssen. Aber was passiert dazwischen? Wann verlieren die Kuroko ihr Schwarz, dass sie in der späteren Entwicklung wieder zurückgewinnen müssen? Vielleicht eine Frage für einen Japan-Blog. Beste Grüße aus Köln, Bert Akimoto. Ano Showa no Kodori de. Ano Ichiban Saisho wa Kuroi Baby Dake. Demo, Ano Kuroi Yatsu wa Itsu made ni Kuroi desu ka? Itsu made ni Kuroi. Hai. Tamago kara. Sono tamago kara Itsu made ni Ano Beni Moyo Deta toka Shiruchi mo kuru. Sono Saisho no Senbetsu ni? Saisho no Senbetsu ni Amo Moyo ni. そう、はい、あの黒は、はい、あの消える黒は、うん、消え死に見ますはい何週間くらいかかります3週間くらいで変わってきますAlso, jetzt haben wir hier eine ganz klare Angabe und Aussage. Also, die Babys werden schwarz geboren und das sind in der Regel だいたい 20%、30% は生まれた後で黒いですね。ここ最近はい。そう、何パーセントは黒いやつ？多分 5% もいい。5% だけ、うん。本当に黒はいい。あ、そう。はい、逆にあの真っ白がいい。真っ白。でもあのやつはいらない。真っ白はいらない。はい。Also, bei Ich habe früher immer mal gehört, dass so bis zu 20-30% der Nachkommen schwarz geboren werden. Übrigens beim Shiro Tsuri genauso. Und jetzt habe ich ihn gerade gefragt, wie viel Prozent sind es? 20, 30? Dann sagt er, bei ihren neuen Blutlinien sind es nur 5%, die überhaupt schwarz geboren werden. So, und die bleiben in den ersten 3 Wochen circa, bleiben sie schwarz. Und danach fangen sie sich an umzufärben. Also bei der ersten Selektion haben sie schon schwarz. Aber dieses Schwarz, und das ist wichtig, mit dem die geboren werden, ist nicht das Schwarz, das nachher das Gesuchte ist. Das ist im Prinzip mehr so ein schwarzer Überzug. Und das Sumi, das wir suchen, wo es ja das Kagesumi, das Honsumi und das Bakesumi gibt, das ist das, was dann später kommt. Bei manchen schon innerhalb vom ersten Jahr, bei anderen in den ersten 2 Jahren, andere brauchen 3 Jahre, manche brauchen 5 Jahre und das ist unabhängig von der Schwarzqualität. Es kann sowohl unter denen, die es in den ersten 2 Jahren entwickeln, kann es ein hervorragendes Sumi geben. Aber auch die, wo 5 Jahre brauchen, kann es auch ein sehr, sehr geiles Sumi geben. Aber häufig ist es so, dass eine schlechtere Qualität oder die schlechtere Schwarzqualität sich schneller entwickelt als die hochwertige. Das heißt aber nicht, dass jeder kleine Koi, jeder kleine Showa, der schon eine schwarze Zeichnung hat, gleichfalls eine schlechte Schwarzqualität hat. Vielleicht ist es auch einer mit einer guten Schwarzqualität, die sich dort nur extrem schnell entwickelt hat. So muss man sich das vorstellen. Aber ich glaube, wir haben hier auch wieder die fachlichste aller fachlichen Aussagen bekommen können. Denn wenn einer sich Tag und Nacht 6 Tage die Woche nur mit Koi beschäftigt und am 7. Tag angeln geht, also 7 Tage nur Fisch macht, dann ist es jener hier, der weiß, was die Zucht angeht, so ziemlich alles. Zumindest bei den Varietäten, die wir hier züchten. Aber das sind schon mal so nicht ganz wenige. Vielen Dank, Bert, nach Köln. Und weitere Fragen bitte sofort schicken. Bin froh über jede einzelne. Bis dann.